Am 11. September 2013 wurde die Zweigstelle der Stadtbibliothek im Einkaufszentrum Muldenstraße eröffnet. Es ist wirklich eine Qualitätssteigerung geworden, die dringend notwendig war. Solche Einkaufszentren, die nach Jahrzehnten natürlich ein bisschen überholt sind. Und dann, wenn sie dann erneuert werden, dann geben sie wieder ein gutes Stadtteilgefühl ab und das ist wichtig. Sehr gut, ich muss gratulieren, der WAG. Sie hat einmal mehr bewiesen, dass sie wirklich zeitgemäße Angebote für die Menschen, die hier wohnen, auch schaffen kann. Begeistert über den großen Wissenszuwachs waren nicht nur die Besucherinnen und Besucher der Eröffnungsfeier. Also ich persönlich bin der Meinung, dass das sehr wichtig ist, also sowohl für die Stadtbibliothek wie auch für die VHS, dass es nicht nur eine Zentrale gibt, sondern in den Stadtteilen dann auch gearbeitet wird, um so eine quasi flächendeckende Versorgung für Linz zu haben und um den Bewohnerinnen und Bewohnern in den Stadtteilen auch entgegenzukommen. Die Politik zeigte sich sehr erfreut über die neue Zweigstelle, die auch eine Bürgerservicestelle beinhaltet. Die Stadtbibliothek ist ja nicht nur eine Bibliothek, sondern ist auch ein Bürgerservicezentrum. Das heißt, man kann verschiedenste Dinge hier erledigen, ohne dass man ins neue Rathaus fahren muss. Zum Beispiel kann man sich anmelden, abmelden und solche Dinge hier machen. Und daher ist es mehr, es ist eine Bürgerservicestelle. Und in die Stadtteile verteilt ist das, glaube ich, ganz gut. Ich habe erst kurz reingeschaut, aber es ist sehr freundlich, es ist offen. Es ist vor allem ebenerdig hier im Erdgeschossbereich. Das heißt barrierefreier Zugang, wo Menschen aus dem Stadtteil auch rund 10.000 Bücher, Medien, Zeitungen anschauen, ausborgen können. Und vor allem, man hat auch die Bürgerservicestelle hier. Das heißt, man braucht nicht extra ins Rathaus fahren, sondern kann gewisse Dinge, die man braucht fürs öffentliche Leben, auch bestellen, abholen. Das neue Zuhause von fast 10.000 Medien verteilt sich auf 200 übersichtlichen Quadratmetern. Die Räume sind hell und sehr groß. Uns gefällt es sehr gut, weil es jetzt viel großzügiger ist. Wir haben jetzt um über 60 Quadratmeter mehr Platz für unsere Kunden und es ist auch sehr freundlich und hell geworden. Neben Büchern und Hörbüchern für jede Altersgruppe befinden sich Zeitschriften, Filme und Spiele im großen Repertoire der Bibliothek. Ganz neu ist der Bereich für Kinder. Also wir haben unser Kinderhaus, das haben wir eh schon von früher übernommen. Das ist für die Kinder, die was lesen, Leseanfänger, die besseren Leser. Dann haben wir auch Spiele für die Allerkleinsten und Spiele für die Größeren. Die Öffnungszeiten der Bibliothek finden Sie online unter www.linz.at/bibliothek. Das Team der Bibliothek freut sich über Ihren Besuch.